Kiff doch jetzt! So, hallo, ich bin jetzt wieder unterwegs. Ich bin heute mal beim Tischtennis. Ich darf heute hier, ihr seht es, der Ball ist etwas kleiner als beim Fußball, aber auch interessant. Ich darf heute mal einen Einblick gewinnen, was unsere Tischtennisabteilung der SG Techte macht. Ich bin beim Spiel gegen Rheine 3. Es ist ein Abstiegsspiel. Ich habe bei mir Christian Stöckel, Abteilungsleiter. Christian, um was geht's hier heute? Ja, erstmal hallo zusammen. Genau, also heute spielt der Tabellenneunte gegen den Tabellenzehnten in der Bezirksklasse. Und ja, es ist halt ein ganz wichtiges Spiel. Also der zehnte Platz ist ein Relegationsplatz, also noch nicht der direkte Abstieg. Aber wäre natürlich besser, wenn man den noch hinter sich lassen würde und mit einem neunten Platz eben starten würde. Und die beiden Mannschaften sind da eben auch nur einen Punkt auseinander. Das heißt, wenn die Techter heute gewinnen, würde man eben vor Rheine stehen nach dem Spiel. Da drücken wir die Daumen, wir werden es ja nachher erfahren. Deswegen erklärt sich das vielleicht auch, mir ist aufgefallen, es wird extrem viel geflucht, wenn mal was nicht funktioniert. Ist das nur heute so, ist das beim Tischtennis einfach so? Ja, man ärgert sich halt, ne, wenn man nicht das abrufen kann, was man eben kann. Und ja, jeder Punkt ist immer hart umkämpft und jeder Punkt ist eben wichtig. Und dann kann man auch schon mal ein bisschen sauer werden, wenn es dann nicht klappt. Also es ist ja ähnlich wie bei uns beim Fußball. Auch hier Ehrgeiz, man ist mit Eifer dabei und will natürlich gewinnen. Das merkt man bei den Spielern, die sind alle heiß. Ja, auf jeden Fall, genau. Also jeder Punkt ist eben wichtig. Und ja, freut man sich natürlich umso mehr, wenn man dann den einzelnen Punkt eben ergattert. Wie sieht es aktuell aus in der Tischtennisabteilung der SG Techte? Wir haben 5 Mannschaften, das ist, glaube ich, sehr gut. Jugendbereich, wie stehen wir da? Ja, genau, im Herrenbereich sieht es eben sehr gut aus. Da haben wir 5 Herrenmannschaften, das sind nicht viele im Kreis. Also ich glaube, seit 30 Jahren ist es auch in Techte nicht gegeben, dass wir überhaupt 5 Mannschaften haben. Ja, Jugendbereich, da haben wir jetzt leider das erste Mal die Situation, dass wir eben diese Saison keine Mannschaft in den Start bringen konnten, weil es eben immer schwieriger wird, halt Jugendliche für den Tischtennissport zu begeistern. Klar, die Konkurrenz ist groß mit Fußball, Handball, dann natürlich die Ganztagsschule. So ist, es wird natürlich immer schwieriger, die machen nicht mal viel in der Freizeit so. Aber wir haben jetzt wieder einen Schnuppertag gemacht, einen Eltern-Kind-Tag. Aktuell wieder 14 Jugendliche beim Training und sind da eben guter Dinge, dass wir bald wieder eine Mannschaft am Start haben. Optimalerweise schon im September wieder. Ja. Passend im Jubiläumsjahr bekommen wir wieder eine Jugendmannschaft dann eventuell. Das Thema Jubiläumsjahr ist ja auch ein ganz heißes Thema beim Tischtennis. Ihr habt ein ganz großes Highlight anzubieten dieses Jahr. Genau, ich hatte einfach mal angefragt, was wir mal so machen können und da habe ich eben ein paar Vereine hier aus der Umgebung angeschrieben, Bundesliga-Vereine, und ich habe dann mit dem Herrn Michael Küven, das ist der Präsident vom TTC Indeland Jülich, eben ein Erstligaverein, halt die Vereinbarung getroffen, dass sie ein reguläres Punktspiel hier machen. Der war auch recht ganz begeistert von der Idee, die haben es auch noch nicht gemacht, die Jülicher, und freuen sich, dass sie eben hier hinkommen, und dann wird es wahrscheinlich von September bis, also im Zeitraum September, November eben ein Spiel hier in Techt in der Dreifachhalle, ganz normales Punktspiel stattfinden, und dann können wir uns wirklich auf Tischtennis der Spitzenklasse freuen. Das ist ein absolutes Highlight. Also Bundesliga in Techte, das heißt vormerken. Den Termin geben wir natürlich rechtzeitig bekannt, wenn er feststeht. Das darf man natürlich nicht verpassen. Das wäre natürlich was ist jetzt denn im Herrenbereich? Brauchen wir da noch Leute denn zusätzlich oder sind wir mit den 5 Mannschaften auch in der nächsten Saison gut aufgestellt? Ja, also grundsätzlich freuen wir uns immer, wenn jemand neu hier anfangen will. Also die 5. Mannschaft, die wir haben, die spielen erst seit 2 Jahren und okay. Freuen sich immer auch über Zuwachs, also wirklich auch eher so eine Hobbymannschaft, und da freuen wir uns immer, wenn einfach kommen. Freuen sich auch welche, die ein bisschen besser schon spielen, aber wer halt Zeit hat, Montag bis Mittwochs ab 7 Uhr, kann immer gerne vorbeikommen. Auch alle Jugendlichen, da ist die Trainingszeit schon eben 4:45 bis 7:15, einfach vorbeikommen, wenn man, Schläger sind auch da, können ausgeliehen werden, ist eigentlich nur Sportsachen mitbringen.
Wenn ihr hier drauf Bock habt, kommt vorbei. Ist eine coole Geschichte. Ihr merkt es auch, die Leute sind hier mit Eifer dabei. Ihr habt es gerade in dem Beitrag gesehen, in den Sequenzen von unseren Leuten. Wer Bock hat, kommt vorbei. Ich denke, das ist eine coole Sache. Dann danke ich dir erstmal und wir schauen mal, was die Zukunft so bringt. Und ich denke, ich werde nochmal ab und zu vorbeischauen. Danke dir, Christian, und alles Gute. Jo, genau. Tschüss auch von mir, und wer Bock auf Tischtennis hat, kommt vorbei. So machen wir es. Danke. Ciao.